der ZBW und an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. An der Universität findet hauptsächlich die Lehre und die Ausbildung der Studierenden statt, während der Forschungsalltag hier an der ZBW passiert. Web Science ist eine neue Disziplin, die sich interdisziplinär der Erforschung des Internets widmet und dabei die eingesetzten Technologien, die entstehenden Netzwerke und die Nutzer untersucht. Im Zentrum stehen webeigene Verhaltensformen, Arbeitsroutinen, Kommunikationsprozesse und Medienformate. Der Schwerpunkt meiner Forschung liegt auf der Nutzung von Social-Media-Angeboten im Internet und den Inhalten, die die Nutzer und Nutzerinnen im Internet erzeugen. Denken Sie dabei beispielsweise an Blogs, Wikipedia-Einträge, Facebook-Posts oder auch Twitter-Tweets. Meine Zielgruppe sind insbesondere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, da diese verstärkt Forschung in und mit dem Social Web und damit eine sogenannte Science 2.0 betreiben. Social Media haben sowohl die Produktion als auch den Zugang zu Informationen revolutioniert und damit die Informationslandschaft im Internet maßgeblich beeinflusst. Das Social Web lebt von sogenannten Producern, also Nutzern, die zugleich auch Produzenten von Informationen sind. Ich versuche beispielsweise zu verstehen, was Nutzende dazu bringt, Inhalte zu veröffentlichen und wie sie dann die Relevanz oder die Qualität dieser Inhalte bewerten. Meine Studien helfen der ZBW herauszufinden, welche Publikationstypen beispielsweise für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer wichtiger werden. Das können zum Beispiel Blogs oder Tweets sein. Als Bibliothek müssten wir diese dann in den Katalog aufnehmen und auch indexieren. Oder ich entwickle Anreizsysteme, die den Spaß beim Umgang mit den Bibliotheksressourcen erhöhen und damit hoffentlich den Nutzer dazu motivieren, immer mehr Zeit mit den Bibliotheksressourcen zu verbringen und natürlich auch eigene Inhalte zu produzieren. Mir gefällt es insbesondere, in einem sehr offenen und motivierten Team zu arbeiten. Entgegen des Klischees des typischen Bibliothekars oder der typischen Bibliothekarin bin ich hier nur auf offene Ohren gestoßen, die zu allen Experimenten bereit sind. Und auf diese Experimente freue ich mich sehr. Dadurch, dass die Web Science noch so neu ist, hat man auch noch ausreichend Möglichkeiten, sich zu profilieren. Ich freue mich darauf, in der nächsten Zeit zusammen mit der ZBW und der CAU die Web Science zu gestalten und sie mit meiner nutzerorientierten Forschung zu bereichern.